Hallöchen und herzlich willkommen zur 17. Folge Let's Play Cities Skylines, wieder auf der Barbarenmon unterwegs. Und ich starte gerade das Spiel und direkt upgraden sich jetzt zwei Häuser, habe ich gerade gesehen. Perfekt, ich sehe direkt Müllprobleme, sehe ich direkt, da haben wir hier ein kleines. Das regelt sich von selber, glaube ich, oder? Regelt sich das von selber? Echt eine gute Frage, ob sich von selber regeln wird. Moment, ganz kurz, ein bisschen laut, ne? So ist, glaube ich, ganz leicht besser. Das hier nochmal eben runter. Es ist gerade heute richtig warm wieder mal. Machen wir mal das hier noch eben. So. Ja, jetzt dürfte passen. So, okay, haben wir. Geregelt. Ich will eigentlich sagen, na, unsere Stadt wird mittlerweile richtig groß und dadurch treten noch langsam die ersten Lecks auf, wirklich so, ne? Vielleicht muss ich später irgendwann nochmal ein bisschen Crowdfunding betreiben, die waren Scherz. Wird sich wahrscheinlich immer nicht ändern mit den kleinen Mikroklein hier. So. Das haben wir auch mal geregelt erstmal hier. Wasser ist jetzt schon mal verfügbar. Hier vorne hatten wir, glaube ich, Gewerbegebiet gesetzt gehabt. Ich habe es uns überlegt. Mir ist mit Bönso eingefallen, man könnte ja diesen Platz hier vorne nutzen und dementsprechend dort Windturbinen hinsetzen, dass wir hier. Hier bringen die gar nichts, ne? Also hier machen die überhaupt keinen Strom. Hier vorne schon eher. Man sagt, man macht hier vorne irgendwie so ein bisschen was hin, dass wir ein paar. Können die nicht auch drehen irgendwie? Irgendwie ging das doch, ne? Ne, so ging das auf jeden Fall nicht. Muss ich gerne mal gucken, wie das ging, sonst kann man die nämlich auch noch so. Irgendwie noch so drehen. Das wäre eine coole Sache vielleicht, dass wir ein bisschen da. Ein bisschen für was sorgen können. So, mach jetzt mal hin. Ah, jetzt. Ah, Strom hat er aber noch nicht. Weil die nicht ganz angebunden sind hier vorne. Machen wir so. Dürften die gleich angebunden sein, ne? Oder? Jupp, passt. Passt. Wir können uns mal gucken, hier hinten. Da haben wir auch unser Civil gebaut gehabt. Haben wir noch gar keinen Strom. Und jetzt können wir sagen, wie sieht es eigentlich oben aus mit Strom? Ja, auf jeden Fall schon mal wesentlich besser, ne? Hier vorne vielleicht ein bisschen baut. 6 Megawatt, ob wir das jetzt auch nicht so viel, ne? Lohnt sich auch nicht so wirklich. Fortschritte mit Turbine wird auf dem Wasser gebaut. Haben wir hier. Ne? Wir müssen uns mal gucken. Das Solarkraftwerk finde ich ja sehr interessant. Brauchen wir aber 22.000 Einwohner für. Mir fällt auch übrigens gerade auf, wir haben jetzt schon fast genug Einwohner für unsere Müllverbrennung. Das Anlage. Oder sehe ich das falsch? Und deswegen haben wir das Müllproblem hier hinten. Naja, ja. Das weicht sich schnell wieder, aber müssen wir später trotzdem nochmal drum kümmern. Läuft unser Ölkraftwerk gerade? Ich sehe auch ehrlich gesagt gerade gar nichts, ne? Weil es so dunkel in der Stadt ist und auch Sonne draußen scheint. So, was hier sieht hier vorne aus? Natürlich keine Passagiere, ne? Wir können so mal gucken, dass wir haben jetzt hier hinten erst ein bisschen was gequert. Hier baut sich auch alles noch schön weiter auf, ne? Hier hinten lassen wir noch ein bisschen offen, damit wir noch ein bisschen Puffer haben. Okay, wir brauchen wieder Bürogebiete, um die können wir uns ja schon mal kümmern. Jetzt willst du die schon mal wieder hier vorne hinbauen. Werden wir auch in Zukunft auch sehr viele brauchen, von daher. Können wir auch das Ding gleich mal wegsetzen hier. Obwohl, es kann auch bleiben, ist egal. So, haben wir das. Wir haben auch so viele Gebiete hier eigentlich noch, die noch bebaut werden können, ne? Aber wir haben halt einfach genug, das ist ja die Sache. Aber wenn man einfach mal so guckt, das sieht mittlerweile schon richtig krass aus. Wir haben jetzt gerade Sonnenaufgang so ein bisschen alles. Wollen wir von hier oben mal so ein bisschen gucken? Einen kleinen Screenshot machen, ne? Können wir so machen? Jo, passt. So, mal eben hier gucken, was ist hier los? Auch hier zu wenig Einkäufer wahrscheinlich, ne? Nicht genug gebildete Arbeiter. Wie sieht es eigentlich gerade bildungsmäßig aus? Aber wir haben natürlich viel zu wenig Kapazität, ne? Ist ja klar. Na gut, ist nicht klar. Für Geld haben wir 28.000. Jetzt achte ich auch nicht mal da drauf, ne? Muss man auch mal machen. So, komm. Haben wir 2 Grundschulen gebaut? Ich meine, das reicht jetzt, glaube ich, nicht aus. Nee, aber wir schon mal besser als vorher. War das schon mal geregelt? Wir brauchen gebildete Arbeiter. Deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Investition gewesen. Boah, ist echt warm hier, ne? Ich sag euch, das ist nicht mehr angenehm hier. So. 1350 sogar. Krass, gut, das ist ja, das geht noch, ne? 1780, ja, komm, müssen wir später uns noch drum kümmern. Aber erstmal muss das erstmal so genügen. Wir haben auch nicht so die ganz großen finanziellen Mittel. Und ein bisschen was müssen wir immer da haben, damit wir auch was da haben, logischerweise. Aber ich will uns hier oben nicht um das Gebiet gerne mal kümmern, dass wir hier mal auf jeden Fall ein bisschen ausbauen und uns hier mal so ein bisschen um die Infrastruktur kümmern. Dass wir auch hier nicht mal anfangen, wirklich um mal U-Bahn-Linie vielleicht zu legen. Haben wir vielleicht, glaube ich, schon freigeschaltet? Haben wir sogar schon? Haben wir?
man vielleicht sich auch damit mal beschäftigt. Das wäre auch noch eine ganz coole Sache. Dass wir eben hier auch den Platz später auch nutzen, effektiv. Wir haben jetzt ja hier hinten angefangen, das Gebiet zu erweitern. Dann würde ich das hier hinten später auch gerne noch erweitern. Das brauche ich diese 6 Quadrate haben. Wir können sogar 9 haben, aber ich weiß gar nicht, wo wir die anderen 3 noch hinsetzen sollten. Vielleicht in die Richtung, aber bin mir auch gerade nicht so sicher. Hier war mal von so oben, guckt sie ja schon krass aus. Aber wir wollten ja hier hinten unsere Reichenfülle, glaube ich, bauen. Und dann haben wir hier diese Anbindung. Und jetzt können wir uns auch darum erstmal kümmern. Dass wir hier hinten erstmal ein bisschen bauen lassen. Und uns hier vorne erstmal mit ein bisschen beschäftigen mit. Wie läuft es eigentlich der Uni? Da läuft es auch gut.